Weiter geht's. Warte jetzt, jetzt will ich vorgehen. Ja, kannst du ja nicht. Das Vieh war voll ruppig. Wow, okay, ja, das ist das Viech. Ja, und danach warst du der Meinung. Ja. Das sah so aus, als wenn ich auf den Krankenwagen hüpfen muss. Also ist Alma ein wirklich allmächtig, also ziemlich stark und zack, mein Körper. Zumindest ist sie gerade sehr zickig. Wärst du doch auch. Also okay. Doch, du hattest recht, du bist voll daneben gesprungen. Ich weiß auch nicht warum, ich habe einfach den Raum falsch einkalkuliert. Kann man den aufmachen? Falsch einkalkuliert? Du bist falsch einkalkuliert. Ach, wie nett. Bitte, hier lang. Ich habe eine Idee. Nein, da reißt der Boden auf! Kannst du mir jetzt erklären, warum ich gestorben bin? Ja, weil der Boden unter mir aufgerissen ist und plötzlich... Warum rennst du rüber? Ich hab gesagt, hier lang. Ja, ich wollte vorher noch das Polizeiauto kapern. Vielleicht können wir es ja gebrauchen. Ja, ja, jetzt ist mein Körper schon futsch. Ja, kann ich meine Energie wieder aufnehmen. Langsam wird das langweilig. Na los. Und jetzt gehen wir einfach auf dem direkten Weg. Wir müssen wahrscheinlich etwas schneller sein. Vermutlich. Okay, diesmal habe ich mich nicht verkalkuliert. Hä? Irgendwie passt das nicht. Hä, was geht denn hier ab? Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ah, da, warum kann man denn. Ja, warum ist der so angeschrägt, dass man da runter durchrutschen kann? Na, ich kann ja nicht mal wissen. Ich hab noch nicht. Ich mach hier noch. Ach Leute, das kann sich noch so hinziehen. Ja, eine ganze Weile, sogar wenn Philipp noch weiter so scheiße baut. Und dann steht das Vieh da oben. Nein, dann nicht. Tja, Philipp. Auf ein drittes Mal. Das renne ich vor. Ja. Jetzt warten wir mal. Philipp! Nein, drunter durch nicht. Ja, ach. Das hatte ich auch zweimal davor gemacht. Ja, ich muss mich auch nochmal versichern. Ja, das ist einfach nur dämlich. Gut möglich. Nein, nicht gut möglich. Ja. Hä? Dennis, du hast recht, du bist allwissend. Nein. Doch. Ah, wieder das Krabbelfiech. Oh, hier geht's noch. Zacka, zacka, Bulletin, ich Munition. Das wird langsam echt langweilig. Müssen wir vielleicht gucken, wo der Boden nicht so aufreißt? Wir müssen warten, bis der Boden aufgerissen ist. Okay. Bleibt 2 Minuten in einem Körper. Finde ich gut. Hä? Ah, guck mal. Ich bin doch vorhin hier immer draufgegangen. Ach nee, du, weil du draufgegangen bist, bin ich draufgegangen. Gut. Hä, wieso sterbe ich dann automatisch? Muss man da unten lang? Oder wo müssen wir lang? Auf den Bus rauf. Okay. Und ich guck grad. Nein. Wir müssen hier runter. Ja. Und sprinten. Come on, Philipp. Oh, warte. Pass auf. Nein, Polizeiauto. Na ja, cool, Mutter macht. Wie viele Busse hier rumstehen. Mutter macht uns den Weg frei. Oh, das Vieh ist in der Nähe. Oh, Boden. Krasses Ding. Ah, oh, diesmal fällt kein Auto rein. Was ist denn da? Aber boah, da können wir doch gar nicht sterben, wenn wir da reinrennen. Da gucke ich auch gerade. Na gut, ist ein bisschen warm. Ja, ein bisschen warm. Oh, doch. Vor dir. Wow, krasses Ding. Moin. Hui! Hast du das auch gesehen? Das Krabbelfiech. Dem Krabbelfiech hinterher. He has quite a distaste for you. Hallo? Das war geil. Erst mit der Hand auf und dann hast du getreten. Ich hab einfach einen Angriff gemacht, um die Tür zu öffnen. Ih, guck mal, hier liegen Beine. Und Arme. Ich nehm Bein. Und mit dem werde ich den nächsten Zombie verprügeln. Ich mag das nicht, wenn es so ist. Ah, ein Getränkeautomat! Nein!
Was wir für Opfer hier eingehen müssen. Wow! Hier, das müssen wir angreifen. Das Viech ist angreifbar. Ah! Alter, ich bin so gut wie tot. Wenn es noch einmal zuschlägt. Ich glaube, ich hab's. Ja. Ich glaub, wir rennen einfach mal weiter. Das war das erste Mal, dass ich auch was mit dem Viech unternehmen konnte. Das war eklig. Fanny, was ist das für ein Vieh? Das sieht aus wie... Lass mich kurz verraten. Ein gehäuteter Mensch. Nein. Ja, gut auch, aber... Vor dir! Vor mir? Das ist immer noch hinter dir her, glaub ich. Ja, warum wohl? Weil du mich getötet hast und ich allmächtig bin. Hui! Alter! Nahperspektive! Nahperspektive! Schnell, 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 schnell! Okay. Oh! Okay. Oh! Ich glaube, wir haben Alter! Kennst du Resident Evil? Ah! With the Wow! Er hat dich runtergeschmissen. Ja. Ich wollte sie gerade beschreiben, Resident Evil. Das Viech wollte Omnomnom mit mir machen. Das Mutter. Maul halten, da war Mutter. Oh, leck. Sie sitzt vor mir. Philipp, nicht bewegen. Das ist wie bei einer Witch. Vorsichtig. Oh. Ja, ganz genau. So gehe ich immer bei einer Witch und vor der 2 vor. Ja, ganz genau. Genau wie das. Die kommt nicht über den Zaun rüber. Oh, so geil, die sitzt dort an dem Zaun. Dann ist das erste Mal keine Angst. Die muss erst um den Zaun rumlaufen. Ich schieße sie an, sie läuft erstmal los und rennt über. Wow. Oh, der Nekromagier, whatever. Ja, und springt erstmal über den Zaun, haut Philipp um und rennt weiter. Und ich als Spiel zum ersten Mal hab Panik. Wow! Hey, was ist denn das? Was Neues? Neue Körper für mich. Das will ich sehen. Alter! Ich habe 2 Einzelpistolen. Oh wie yeah. Wie heißt denn das? Wie heißt es? Das sind die Mini-Mikro. Nein, wie heißt es MW? Keine Ahnung. Ich zock kein MW. Ich auch nicht, aber. Irgendwie muss es. Toll, danke. Guck mal. Nimm ihn. Schieß ihn ab. Du gehst nicht in die Wand. Er ist explodiert. Toll. Ganz großes Kino. Oh, der hat seine Waffe fallen gelassen. 2 Mikro-Uzis. Wie hieß die Scheiße denn? Philipp, helf mir! Wo bist du denn? Spaceman! Wow. Headshot. Ich brauche Waffen. Ich brauche einen Körper und ich hab einen. Was ist das jetzt für eine Waffe? Die konnte ich letztes Mal schon nicht testen. Geil! Elektrowaffe? Ja. Leck mich. Ich benutze noch die gute alte mittelalterliche Methode. Den Körper mit Blei füllen. Total oldschool, ey. Oh, Tür offen, oder? Heutzutage benutzt man. Oh! Wow, Läufer! Bzz, Britzel, Britzel, Britzel. Brutzel, Knister. Römsel, Donner, Geistheiler. Oh, Dennis! Scheiße, das Ding hat auch einen Laser. Da kommen neue Typen. Ja, ich kann hier gerade wenig machen, wenn ich tot in der Gegend rumliege. Oh Gott, sag das doch! Yeah, like Assassin's Creed, Männer kann nicht mehr rennen. Ich komm rüber! Warte, Philipp! Ich hab dich! Ich hab dich! Bleib! Warte! Wegrennen! Laser! Laser! Oh, da ist er! Vor mir! Wie kommt der vor mich? Wo häng ich denn? Ich renne auf die andere Seite. Dual Wheel. Dennis, hier sind Waffen. Und Granate. Ja, toll. Und ich bin schon wieder aus meinem Körper rausgekickt worden. Oh, das Ding hilft. Die Britzelgranate. Ich schieß wieder mit meiner Kraft da, mit meiner Jedi-Kraft. Der ist ja hier oben. Ich bin tot. Ich heb dich auf.
Das wird knapp. Wehr ihn ab! Wehr ihn ab! Na kommt da, Philipp, renn um dein Kackleben! Okay, wo ist er? Ich renn. Ich renn. Multiplayer Jockey, Left 4 Dead. Scheiße, du bist tot. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Wir müssen das Ganze leider nochmal machen. Sorry. Fick dich! Alter, wenn ich jetzt mit der Pistole kalt mache, dann feier ich. Ich bin gleich tot. Ja, ich kann leider nichts mehr, ich auch. Ich bin tot. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt Neuland. Ich muss dann erstmal Bonbon reinziehen. Vanille. Okay. Mein Zettel. Ah, oh, der kommt jetzt in der Mitte runter, oder? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, der kommt hier auf die Mitte und zertrümmert das Teil erstmal. Dual Wheel. Da ist er ja. Einfach von Anfang an voll draufhalten. Boah, aber ich muss aber meinen Körper behalten. Akimbo, jetzt weiß ich. Akimbo, okay. Nicht sterben. Ich versuche es. Fällt mir schwer, aber ich versuche es. Au. Okay, Misslungen. Ich bräuchte einen Ries. Das klappt nicht. Dann renn weg. Scheiße, mein Körper. Der war fast tot. Ja, fickgepackte. Weiter geht's. War, nachdem Jin endlich rettet ist und weit über einen Zustand aufgedeckt wurde, also zur Basis Turms und Paperman, like a pro, I rush durch die Gegend. Und Munition leer. Wir müssen einfach gleich die volle Dosis Granaten raushauen. Na, ja, dann müssen wir kurz. Wow! Ach, jetzt fängt das Ding wieder an. Solange ich die nicht brauche, toll, ey. Ich krieg nen Haaren. Ich scheiße. Und alles wegen einer Klingel. Die Klingel bleibt aus. Die hat so viele Störgeräusche. Die soll eigentlich nur das Klingeln von oben weiterleiten, aber die nimmt auch irgendwie jeden Schritt und Tritt oben und leitet den weiter zu mir mit einem nervigen. Habe ich auch gehört, nur zur Info. Ja, das hört man sicherlich schön auf der Aufnahme. Ja. Wenn es also Dennis, hat. Hier oben liegen ganz viele Britzelwaffen. Ne, ja, ich hol mir schon eine Britzelwaffe, dann britzeln wir los. Okay, da britzeln! Granate. Boah, krass. Grenade. Weg hier. Oh, er ist bei dir. Er macht den Laser, mein Körper. Nein! Ich hol mir schnell neue Granaten. Ja, mach das, aber boah, wie trifft er mich? Ich bin tot? Stirb. Ich glaube, er ist kaputt. Oder? Nein, natürlich noch nicht. Ach, da liegst du. Ja. Sag doch was. Der kommt. Fehlen am laufenden Band. Ja. Machen wir einen Cut und sagen, wie viel lange wir gebraucht haben. Kommt drauf an, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Gut. Ja, wollte schon sagen. Geiler Witz, Oshi. Bist echt ein guter. Paranormal Activity. Nein, das ist meiner. Der hat nämlich eine Akimbo. Dann behalte ich erstmal die Dual Wheel. Nee, obwohl Brutzler ist besser, oder? Brutzler. Knister, Brutzel. Grenade. Ich renn rüber auf die andere Seite. Und hol mir neue Granaten. Das ist bei mir. Gut, wenk ihn ab. Mein Körper hält aber leider nicht so lange, deswegen ich muss brutzeln. Ist das Schöne an mir, ich kann zweimal sterben. Wenig Munition. Voll draufhalten! Mach ich! Mein Körper ist kaputt. Ich habe keine Granaten mehr. Mein Körper ist kaputt. Das heißt, du bist jetzt erstmal auf dich gestellt, bis ich dann endlich
Ja, ich kann so schießen, aber das war's auch schon. Ey, was ist das denn für eine Monstermaschine? Das Viech ist, glaube ich, tot, oder? Es brennt zumindest. Ja, es brennt, aber... Nein, immer noch nicht. Tot. Ist es? Ja. Gut. Los, dann killen wir noch die letzten und machen hier einen Cut. Warte mal. Meine Energie muss ich noch kurz aufladen. Einen gibt's noch, oder? Na! Der lebt noch. Nimm ihn. Okay. Gut gemacht. Das war eine schwere Geburt. Genau wie Alma gerade. Wortspiel. So, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Cut. Was ist jetzt los? Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.